Hallo zusammen. Heute wird hoffentlich der Beweis angetreten, dass auch in der englischen Championship richtig guter Fußball gezeigt wird. Und in diesem Sinne begrüßen Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann zu dieser Partie. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also Sie wollen das Spiel breit machen. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn Sie nominell nur eine Spitze das aufbieten, war nicht. Scheiße, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Sie bieten sich an. Ist doch viel zu früh, ja. Gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Flanke kommt gut in den Strafraum rein, trotzdem abgefangen. Ameobi. Alexander. Ey, das muss es jetzt auch eine gelbe Karte geben normalerweise. Ja. Und da auch schon das erste Foul. Das ist jetzt ein Skandal sein können. Keine gelbe Karte. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Positionierung, die Markierung mit gelb. Das kennen wir. Kennen wir auch. Kennen wir auch. Oh nein, der war im Pfosten. Alu-Alu-Treffer. Matt Ritchie. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Ganz einfach an den Ball gekommen. Schade. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Butterfields. Scheiß Deathcap, ich muss aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da trennt er ihn fair vom Ball. Er spielt den Steilpass. Warum steht da keiner? Die steht. Was ist das denn? Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Bert. Das könnte die Chance werden. Da geht er vorbei. Da zieht er ab. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Sorry. Entschuldigung. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weg mit dem Ball. Keine gute Flanke hier, das lässt sich gleich klären. Anita. Williams am Ball. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Sehr schöner Zweikampf. Da trennt er ihn fair vom Ball. Damit. Ameobi. Anita. Ah, schade. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Hunter. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Ah, Druck, Druck, genau. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gutes Tackling auf Außen. Sie suchen die Lücke. Er bekommt die Unterstützung. Der Ball ist leichte Beute für die Verteidiger. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Da passt er auf. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Richie. Jesus Gomez. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt.
Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Tor! Ja, Mann! Er köpft ihn! Was für ein schönes schöner Kopfballtor. So, sehr schön. Der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da kommt er mit dem Kopf dran. Sehr die Ecke schön. Kam aber auch genau auf den sehr Punkt. Wichtig. Und damit haben wir den ersten okay. Treffer. Okay. Jetzt können wir okay. das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nein. Nein. Da war alles wegblockiert. Da gewinnt er den Zweikampf. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte. Ja, aber wir sind gut noch. Wir sind sehr gut. Am besten, wenn wir mit Alex noch was machen können. So ein bisschen Anstoß, näher kommen in die und damit Hälfte läuft rein. Die zweite Hälfte dieser also, Partie. Ich meine die andere Seite rein. Callback. Jesus Gomez. Williams. Super gespielt. Macht er mit der Hacke. Jetzt wird's gefährlich. Defensive ist gut organisiert. Mann, da kommt Schaden. Sie nur schwer durch. Henley. Alex Hunter. Da schickt er den Mitspieler. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Wird's jetzt gefährlich? Scheiße, boah. Sehr schön. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Callback. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Nein. Den Ball spielt er gut. Tuff. Da zieht er ab. Das Tor. Was hat er nicht gestört in der Mitte? Mann. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Richie am Ball. Man hat mich irritiert. Ich dachte, das wäre einer von mir. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Abwehr hat aufgepasst. TOT. Jetzt Williams. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ameobi. Schade. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Und jetzt gibt es hier Eckball. Hunter war dran. Hunter! Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Oh, schöner Pass. Fairer Einsatz hier. Das ist was jetzt ist das Chance. Für ein Schuss? Danny Williams. Da zieht er ab. Und eine gute Parade. Den Ball hat er. Ein guter Doppelpass. Die Gäste werden wechseln. Alex Hunter. Wird das seine Torchance? Mann. Flanke kommt, wird das eine Chance? Da ist er da und hat die Flanke. Da ist er da, da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remi. 8 Minuten jetzt noch. Weimann. Ja, sehr schöner Zweikampf, ey. Ameobi. Damit. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Ameobi. Gale. Alex Hunter. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und so Pass gut und Pass gespielt und Pass Abschluss für den Arsch. Sensationell. Sorry, Leute. Shelby. Ich weiß, ich beleidige zu viel. Aber den hat er komplett verrissen. Na, kann ich mir vorstellen, dass das die Nerven waren. Die stehen ja ordentlich unter Druck. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Nein. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihrem Nutzen entscheiden. Das ist eine Niederlage. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Sehr schlau gemacht, ey. Sehr gute Technik. Ey. Super gemacht vom Torwart. Dass der da noch durchkommt. Da war noch bekommt. Einer dran und deshalb nochmal Ecke. Das könnte schon die letzte Chance sein. Den Köpfner. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Das. Ey, wieder unentschieden, ja. Was ist das, ey? Da kommt der Schlusspfiff. Es bleibt hier beim 1:1. Schon vom Papier her konnte man auf den Gedanken kommen, das geht unentschieden aus. Erwartung. Normalerweise hätten wir das Spiel gewonnen, aber man kann eigentlich auch zufrieden sein, weil mir ist erst jetzt gerade wieder eingefallen, dass wir Vierter waren und Derby County Zweiter. Und ja, man kann eigentlich zufrieden sein damit, finde ich. Jetzt im Nachhinein natürlich. Wie sieht es aus? Wie geht's weiter? Freies Training? Okay. Also, glaube ich, Trainingsspiel kann das sein. Ach so, stimmt. Kann man kein Trainingsspiel machen? Ich simuliere alles, ich habe keine Lust. Aber Standards auch schwer. Simulieren wir. Und ich glaube, ab jetzt werde ich nur noch simulieren, weil das hat jetzt ein bisschen immer Zeit gekostet, wie ich gemerkt habe, aber egal. So, Heimspiel gegen Aston Villa. Das war ja auch ein Verein, mit dem wir auch mitentscheiden konnten, ob wir dahin wechseln. Aber ich habe mich ja für Newcastle entschieden. Wie auch immer. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel da die sind. Und wir jetzt auch nicht. Aber wir haben ja nur einen Punkt geholt, letztes Spiel. Was wiederum nicht gut ist, aber man kann sich damit zufrieden geben. So, wir haben jetzt mit Team davor gespielt. Wir spielen jetzt wieder alleine. Und wir sind auf der 10. Wir sind Sechster. Wir waren ja Vierter, ne? Ein paar Mannschaften dazugekommen, die gewonnen haben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. So, freuen Sie sich mit uns, Wolf Fuß und Frank Buschmann, auf packende 90 Minuten. Heute sehen wir Newcastle United gegen Aston Villa. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Schussversuch.
Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Harten. Und direkt zurückgespielt. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Damit. Anita. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Callback. Ach, schade. Alexander jetzt. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Lescott. Ameobi. Da trennt er ihn vom Ball. Damit. Lescott. Lescott. Gute Aktion. Das könnte die Chance werden. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Anita. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Und direkt zurückgespielt. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Alex Hunter. Callback. Oh Hund, Alter. Verliert er den Ball. Ameobi. Gutes Tackling. Harten. Ameobi. Das war Pech, das ist Abseits. Ja, das war tatsächlich Abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Richie. Alex Hunter. Ekpon Lahore. Jetzt wird's gefährlich. Chance zur Führung. Gute Aktion vom Torhüter. Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Anita. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Das könnte eine Gelegenheit werden. Er macht das Spiel schnell. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Und er gewinnt den Zweikampf. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0-0. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Der zweite Abschnitt kann beginnen hier im St. James' Park. Westwood. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Alex Hunter.
Anita. Colbeck. Wird das eine Torchance? Da passt er auf. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Sie haben den Ball. Adama. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Chance zur Führung. Und den hält er fest. Gut gemacht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Callback. Ich verstehe das nicht. Steiges Spiel, gute Idee. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Abwehr hat aufgepasst. Ekborn Lahore. Adama. Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht wir eine Chance entwickeln. Nein. Es wird eine Auswechslung geben. Nichts gerissen, ey, Mann. Ich glaube, der Wechsel zu Newcastle war auch ein Flop gewesen. Wir haben 2-0 gewonnen, das ist super. Sehr schön. Oh, Startelf wieder runter, scheiße. Nur noch ein kleines Stück bis zur 67. So, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Oh, ein bisschen viel. Aber ich würde sagen, daraus machen wir 3 Teile. Ja. So Leute, ihr Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zur Fortsetzung von Heimspiel gegen Aston Villa. Das haben wir jetzt letzte Folge gewonnen. Und ja, wir spielen jetzt zu Hause bei, wir spielen auswärts bei Queen's Park Rangers und die Trainerwertung, die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt spielen, ist ein bisschen gesunken, aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussehen wird. Wie auch immer. Wir sind ersatz. Sehr schön. Naja. Ich spiele mit dem Team und mal gucken. Wir sind 5. wieder. Also langsam müsste man normalerweise schon längst oben sein, aber ist ein bisschen schwierig jetzt da hochzukommen, ne? Es sind so viele Mannschaften, die hochmischen. Etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen. Alex Hunter kommt. Und das bei einer deutlichen Führung. Es läuft alles nach Plan. Hunter will hier sein Tor. Da bin ich sicher. Der dürfte richtig heiß sein, die Führung noch auszubauen. Okay. Drinne ist er. Freistoß, mein erster Freistoß.
auswärts in Queen's Park, Rangers. Sehr schönes Tor. Der Ball berührt noch den Pfosten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspringen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 4-1. Und jetzt der Doppelwechsel. Das ist mal und wir haben einen neuen Spielstand. 4-1. Ist das wohl der Durchbruch? Was sagt ihr? Henry. Petrosso. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Gute Idee, dieser Ball. Und jetzt ein Schuss. Ja, lauf doch. Richie. Was war denn da? Borussia. Scheiße, wir haben eine Karte bekommen. Mist. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Sehr schön. Da zieht er ab. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Anita. Da gewinnt er den Zweikampf. Sehr schöner Zweikampf. Ah, Mann, der hat sich doch gedreht an die Seite. Was kann ich denn dafür? Das könnte... Das gibt's auch eine Karte. Das gibt Freistoß. Was ist denn? Eigentlich wollte ich den Ball berühren, aber der hat sich gedreht an die Seite. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Borosjuk. Gale. Callback. Boah, sehr schöner Pass. Alex Hunter. Mach ihn. Der Ball läuft gut heute bei ihm. Der Angriff könnte was werden. Ey, Hunter war da. Da kommt der hätte den Tor machen müssen, damit er die Voraussetzung erreicht. Ah, Mann. Jetzt vielleicht. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es gibt Eckball. Nicht gut. Ball erobert auf der Hunter Außenbahn. War sehr nah dran. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Er spielt den Pass zurück. Jetzt vielleicht mal Alexander. Ja! Jetzt ist er jawohl, durch. Aber ein anderer Spieler. Egal. Schießt er ihn rein. Trifft er, ja, drin, Tor. Da kommt er rein Musa, und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht, ne? Mit diesem Wechsel. Gewesen. Mbappé hat den ja gedreht. Vor zwei Jahren war der ja noch, hat er ja noch gegen Deutschland gespielt. Halbfinale. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Und mit dem Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt macht er ihn. Den Ball hält er gut. Jetzt muss ich durchaus gewinnen. Jetzt geht's Eckstoß. Schade, egal. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Da kommt der Schlusspfiff. 5-1 am Ende. Klare Angelegenheit. Das war aber mein deutsches, deutliches Ausrufezeichen. Dreimal Williams. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten waren besser. Das war ein schönes Tor hier.
Reus macht das Tor! So. Ich meine, Sieg, wie sieht die Tabelle aus? Ich denke mal, so fünfter oder vierter sind wir immer noch geblieben. So, wir sind jetzt, haben jetzt eine 67er Rating. Und ja, mal gucken. Wir sind Vierter, habe ich gesagt. Fünfter oder Vierter werden wir. Ich will mehr, Mr. Alexander. Ich will so viel wie möglich von dem sehen. Ehe sie ihn zurückholen. Naja, was soll man sagen? Leute, das war's hier von der XXL-Folge. Vielleicht wird das drei Teile oder so. Ja, mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit FIFA 17 The Journey. Ich bin draußen, euer Khaled und ciao. GP Production.